Man könnte ja annehmen, dass es dem Steuerzahler und den Staaten egal ist, wer jetzt hier gewinnt und wer verliert, ob der Spekulant 1 gewinnt oder verliert oder der Spekulant 2. Es wird nur dann gefährlich, wenn die jeweiligen Verluste und Gewinne plötzlich von Staaten und den Steuerzahlern bezahlt werden müssen. Und das könnte zum Beispiel so passieren, dass wenn wir uns die Zeitachse vorstellen und zunächst ein Leerverkauf stattfindet, der auf Verlust wettet, und tatsächlich funktioniert, dann würde der Spekulant 1 große Gewinne machen, weil die Aktien fallen. Dann müsste der Spekulant 2 natürlich etwas verlieren. Nach einer Zeit könnte es sein, dass der Spekulant 2 gewinnt, weil er auf steigende Kurse gewettet hat, dann müsste der Spekulant 1 verlieren. Durch diese zeitliche Entflechtung kann aber auch eintreten, dass plötzlich die Staaten diese einzelnen Verluste, die der jeweils andere zu bezahlen hat, übernehmen muss, weil man sagt, ah ja, man darf doch die Institutionen, die hier gewettet haben, nicht Konkurs gehen lassen. Und in diesem Rettungsversuch passiert dann Folgendes, dass die Staaten zunächst die Gewinne desjenigen bezahlen, anschließend die Gewinne desjenigen und der Staat zum guten Schluss alle Verluste trägt. Und das will ich jetzt etwas genauer erläutern, denn da geht es insbesondere auch um Staatsanleihen. Wir stellen uns wieder vor, symbolisch eine Bank. Eine Bank gibt einem Staat, also einem Kreditnehmer in diesem Fall, dem Staat, sagen wir mal 100 Millionen. Die Bank bekommt dafür natürlich eine Staatsanleihe. Jetzt haben wir an anderer Stelle gehört, dass solche Geschäfte abgesichert werden über eine Versicherung, über einen sogenannten Credit Default Swap am Kreditausfallmarkt. Und jetzt passiert Folgendes, dass es Leerverkäufe gibt, sowohl bezogen auf die Staatsanleihen als auch bezogen auf diese Kreditversicherungen. Und was passiert jetzt, wenn jemand auf sinkende Kurse bei Staatsanleihen wettet oder auf sinkende Prämien bei den Kreditversicherungen? Dann könnte es natürlich sein, dass ein anderer, wenn er gewinnt, verliert. Aber in diesem Fall war es völlig anders. Die Kanzlerin hat irgendwann einmal gesagt, dass wir Griechenland nicht helfen. Und was passiert, wenn wir Griechenland nicht helfen? Dann ist Griechenland schwach und die Zinsen für diese 100 Millionen bezogen auf die Staatsanleihen steigen. Waren zuvor zum Beispiel 4 oder 5% Zinsen zu bezahlen, stiegen die Zinsen urplötzlich auf 15%. Ein Drama für Griechenland, weil die Kreditbeschaffung natürlich im Moment sehr viel teurer war. Parallel dazu steigen natürlich auch die Gebühren für die Versicherungen, die vielleicht für 100 Millionen zuvor 4 Millionen Prämie betrug. Nach dieser Aussage der Kanzlerin betrug allerdings die Prämie für eine solche Versicherung 15 bis 18 Millionen. Sodass wir sehen konnten, alle Spekulanten, die in dieser Phase auf steigende Kurse, auf steigende Zinsen gewettet haben, haben jetzt einen großen Gewinn. Nach einigen Wochen allerdings hat die Kanzlerin gesagt, wir helfen Griechenland doch. Sie entdeckte Europa, sie hat gemerkt, dass man keine Länder ausschließen kann, dass es wichtig ist, sich in Europa unter die Arme zu greifen. Was passierte dann? Die Zinsen fielen für Staatsanleihen auf eine Größenordnung von 5%. Und auch die Prämien für Versicherungen fielen zurück, auch auf eine Größenordnung von 5 Millionen. In diesem Fall also hat der Spekulant im Leerverkauf gewonnen, der auf sinkende Zinsen, auf sinkende Prämien im CDS-Markt gewettet hatte. Und jetzt erkennen wir ganz deutlich, dass durch diese Entflechtung, dass wir zunächst den Leerverkäufer Gewinne machen lassen, der auf steigende Kurse wettet, 8 Wochen später dem Leerverkäufer Gewinne machen lassen, der auf fallende Kurse wettet, dass wir nur dann den Staat und den Steuerzahler davon freihalten können, wenn der Staat und der Steuerzahler nicht bezahlen. Nun ist aber leider so, dass die Akteure, die diese Geschäfte machen, häufig Institute sind, die man nicht Konkurs gehen lassen will und die Staaten sich dann überlegen unter dem englischen Begriff too big to fail, zu groß, um sie Konkurs gehen zu lassen oder auch too connected to fail, zu stark verbunden, um sie Konkurs gehen zu lassen, werden sie von den Staaten gerettet und mit dem entsprechenden Pech, das wir haben, haben wir einmal die Gewinne des einen Spekulanten, dann die Gewinne des anderen Spekulanten bezahlt und wir sehen, das ist ein System, um die öffentliche Hand schwächer zu machen und die private Hand reicher zu machen, eine Umverteilung von privaten Gewinnen in öffentliche Schulden und das ist eine Mechanik, die wir unbedingt durchbrechen müssen und das ist einer der Begründungen, warum wir sehr stark
die Leerverkäufe in den Griff bekommen müssen. Letztendlich müssen wir sogar große Bereiche im Leerverkauf verbieten.